Horst Joost aus Aul bringt ein sehr persönliches Stück mit. Im wahrsten Sinne ein Stück seiner Kindheit. Also die Lampe stammt von meinen Eltern. Die waren früher auf dem Schiff. Ich bin Schifferkind. Und hab sie halt immer so genommen als Petroleumlampe, wenn man vom Haus sitzt abends, da ist keine Fliege kommen. Liebe Heide, darf ich dir vorstellen, Horst. Horst. Freut mich. Horst. Angenehm. Heide. Wir bleiben mal beim Du, ne? Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, weil das erinnert mich so ein bisschen an Schifffahrt, habe ich schon ein bisschen erzählt. Du bist auch ein Schifffahrer, oder? So ein Kapitän? Nee, mein Vater war Kapitän. Vater war Kapitän? Ja. Aber wo kommst du denn her? Du hast doch immer so einen Dialekt. Ich komme von der Lorelei. Von der Lorelei. Ja. Oh, was schön. Ja. Sag mal, wo kommt denn diese schöne, was ist es denn jetzt, Lampe, sag ich einfach mal her? Ja, die war bei meinen Eltern früher auf dem Schiff. Wir waren am Schleppschiff, was geschleppt wurde, und da gab es kein elektrisches Licht. Und da hat man nur mit Solampe gearbeitet und die hat halt bei uns in meinem Wohnzimmer gehängt. Und da kannst du dich als Kind dran erinnern, dass die immer da war. Mhm. Wie alt ist sie denn dann ungefähr? Also mindestens 60 Jahre alt ist sie. Soweit kann ich mich jetzt zurückerinnern. Bist du nicht in die Fußstapfen vom Papa getreten? Er wollte das nicht. Er wollte nicht. Nein. Was hast du dann gemacht? Ich bin bei der Bahn. Bei der Bahn? Ja. Ja, Mensch, du bist ja so fast wieder gleich. Ne? Ja. Ist auch nicht mehr, was das früher mal war. Ja, ne? Ja, seitdem die Dampfloks weg sind, finde ich auch nicht mehr so schön. So, liebe Heide, jetzt haben wir schon einiges erfahren über die schöne Lampe und über Horst. Mhm. Und damit ist wieder mal bewiesen, Horste sind immer verdammt nette Typen. Ne? Ja. Und schön. Und schön. Blutjung, schön, elegant im Auftritt. So, dann sag uns Horsten doch etwas über diese wunderschöne Lampe. Ja, das ist eine Petroleumleuchte. Ne? Hier ein Tank, ein Brenner angebracht und der Zylinder natürlich dazu. Sie werden es aufgehängt haben, natürlich, weil es im Schiff sich bewegt. Aber ansonsten ist es eine Tischleuchte. Ist es. Und sie hat eine aufwendige Bronze-Gussmontierung mit sehr dekorativen Schifffahrtselementen hier und einem schweren Bronzefuß. Und in der Mitte einen Korpus in dem Stil italienischer Majolika. Genau, offensichtlich haben sie den Schirm nachgekauft. Das sehe ich auch so ein bisschen noch an dem restlichen Preisschild, aber auch an der Farbe. Ja. Und solltest du es nicht gesehen haben, der ist leider oben etwas beschädigt. Ne? Gut, dann war Sturm. Aber ansonsten ist sie in einem originalen Zustand. Auch der Brenner ist original. Und sie steht eigentlich ganz gut da. Ist aber keine große Handarbeit, weil ich sehe ich habe ja viel gelernt, ist alles gegossen. Ne? Mhm. Ist aber wirklich Bronze, ist jetzt nicht irgendein anderes Metall, was so ein bisschen patiniert wurde. Eine Bronzelegierung, ja. Sie hat eine natürliche Patina, aber sie wurde hier auch ein bisschen nachpatiniert. Aber so Lampen kriegt man doch heute teilweise immer noch zu kaufen, auch als Petroleumlampe neu, ja, weil sie einfach hübsch sind. Ne? Sie sind hübsch und wir werden in Massen angeboten. Sie werden wirklich in Massen angeboten. Lieber Horst. Den Wert, den diese Lampe darstellt, werden wir natürlich gleich hören. Welchen Wert stellst du für dich dar? Was hättest du gerne? Ja, ich hatte mir so 500 Euro vorgestellt. Ui, Horst, also. Horst, du bist so ein Lebenkerl. Also, ich würde am liebsten sagen 15.000. Ne? Aber 500 erscheinen mir sogar jetzt was happig. Ja, wir gucken mal, was der Heide sagt. Ne? Heide, was sagst du denn dazu? In diesem Fall würde ich nicht mehr als 150 sagen wollen. So, in diesem Dreh. Das hört sich doof an, ne? Oh. Ja, ich meine, sie hat Ahnung. Das ist sehr dekorativ, auf jeden Fall. Also das ist ein Vorteil. Petroleumlampen kriegt man auch weit günstiger. Aber aufgrund dieser hübschen Schifffahrtsdarstellung glaube ich schon, dass Schifffahrtsbegeisterte da auch ein Obwohl der Schirm kaputt ist. Den Schirm kann man ersetzen, das ist keine große Sache. Ich befürchte, die Händler werden weitaus weniger bieten. Weitaus weniger. Wärest du dann da drinne standhaft zu sagen, okay, ich gebe sie auch günstiger weg oder du verhandelst hoch? Oder würdest du sagen, ich schnapp sie mir unterm Arm und gehe wieder nach Hause? Wir können ja auch noch etwas günstiger. Ja? Ja. Würdest du machen, Horst? Ja. Horst, ich hoffe, dass die zu dir so richtig nett sind, die Jungs. Mhm. Aber so richtig nett. Horst, wo packe ich die denn jetzt wieder an, dass da nichts schief geht? Ich glaube, er hat sie am Rahmen gehalten. Das Horst, schnappst du dir mal? So. Marschier einfach da lang, da geht's zum Händler. Und halt dich wacker, Horst. Ja. Ich hätte einen für sich gedacht, dass es mehr bringt, aber naja, muss man mit leben. Das ist heute eine Massenware, wie ich gehört habe, sie öfters gibt. Und müssen wir mal abwarten. Ja, also ich bin zwar ein bisschen überrascht, dass die Expertise eben nur 150
50 gesagt hat. Ich hoffe, dass die Händler drin ein bisschen mehr Interesse haben und ich wenigstens so 300 Euro doch noch erzielen kann. Na dann, Leinen los und überzeugen. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Aha. Sieht aber hübsch aus. Eine Petroleumlampe. Seemann. Schiff. Hm? Eine Seemannslampe. Ja, Binnenschifffahrt. Binnenschifffahrt, ganz genau. Ja. Eine ganz besondere Rarität. Da dürfte der Schirm sogar noch original sein, wo ich jetzt da nicht so genau sehe. Das ist Petroleum wahrscheinlich, ja. Oder? Ja. Damit hat man früher Beleuchtung gemacht auf dem Schiff, weil es gab hier keinen Strom, gab hier keinen Motor. Wir waren auf so einem Schleppschiff gewesen. Mhm. Schade, oben fehlt ein richtiges Eck. Auf der anderen Seite, Ludwig, das ist. Schirme bekommt man wieder. Jetzt siehst du, schau mal das Glas oben. Leider bestoßen. Na gut, den kriegt man. Schirm kriegst du. Den Schirm kriegst du. Wird mit Petroleum gemacht. Einwandfrei. Auch aus. Weißt du, was das Gute da dran ist? Dass da kein Vogel dran rumhantiert hat und Strom draufgesetzt hat. Weil dann kannst du die Dinger in die Tonne kloppen. Aber wenn die noch original sind, dann kriegst du was dafür. Die haben meine Eltern damals mitgenommen, wie sie vom Schiff runter sind. Ja, und wie die dann, hab ich sie dann übernommen. Gib mal her den Brühe. Ja, so alt ist er zwar noch nicht, aber die haben mal Strom hier durchgejagt. Alter, wo kommt der her? Könnte Holland sein. Holland? Ja, kann sein, mein Vater war früher viel in Holland. Na gut, hier ist er mal gelötet worden. Er hat schon seine Spuren. Also so sind ne, das rundrum mal gelötet. Also das Ding ist uns komplett fliegen gegangen. Ja, Historismus ist es nicht. Aber schön ist es. Der Schirm ist auch nicht aus der Zeit, weil da ist noch ein Preisschild drauf. Das ist ziemlich neu. Den haben wir irgendwann nachgekauft. Ja. Weil der kaputt gegangen ist, der eine. Und der ist auch schon wieder kaputt. Walter, jetzt kommst du zum Zug, glaube ich. Ja, die Blumen aus Holland. Die Tulpe. Drum ist er aus Holland. Also ich sag mal so, jetzt nicht um den Preis zu drücken, also so viel ist er nicht wert, aber ich meine, wenn er uns wirklich auf dem Schiff war, dann fallen die auch schon mal hin, die Dinger. Neuen Schirm muss ich besorgen. Tja. Hau ihn raus, den Preis. Tja, das Gelötete. Du kannst natürlich jetzt nicht zu viel erwarten, ne? Weil das ist ja wirklich rundherum ist, das Ding hätte das Seeraum kriegen. 40 Euro, maximal 50. Da ist es aber schon rum mit dem Ding. Nee, dann. Weil dafür ist er zu viel geflickt. Mhm. Ne? Also wie gesagt, hier ist er überall. Ist halt schon selten Schifffahrt. Mhm. Um das geht's. Das muss man jetzt berücksichtigen, den Preis. Das ist jetzt nicht eine herkömmliche Lampe, das ist eine besondere Lampe. Mhm. Weil die, ich denke auch, dass da mit 40 nichts geht. Ja, mehr wie 50 kann ich nicht. Ich muss einen neuen Schirm besorgen. Der Schirm, der kostet mich 20, 25. Willst du mir im Ernst erzählen, dass du da einen neuen Schirm kaufst? Ja, du schneidest doch den hier ab und steckst ihn drauf, oder nicht? Quatsch. Wie bist du denn? Hast du eine kranke Oma? Ich frag dich hier nur. Naja, komm, ich hab Schirme genug von dem Zeugs da rumfliegen. Nein, hey, das ist natürlich schade, dass der gelötet ist. Aber es ist nichts Besonderes, aber ein Fuffi, das sind auch 100. Nee, dann nehme ich ihn wieder mit heim. Ja, aber mehr kann ich echt nicht. Das ja, dann gebe ich mal 60, dass wir da weiterkommen. 60 Euro. 100 müssen schon mindestens. Das wird ich nicht. Ich muss einen Schirm noch kaufen. Ein 100er. Nur, dass ich ihn wieder nicht mehr mitnehmen brauche. Mhm. Ja. Um das geht's. Man ging es eher, nehmen den 100er und ging's heim. Ja. Dann haben die Lampen los und ich bin zufrieden. Okay, kommen Sie her. Was sollen wir da noch machen? Doch noch ein Geschäft, sehen Sie. Ein kleines halt. 2, 4, 6, 8, 10. Guck. Okay. Bist du zufrieden? Ja. Einigermaßen, okay. Komm gut heim. Okay. Hey, 40. Tschüss, wiedersehen. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss, tschüss. Was wollt ihr, du räselst da rum und schaust hintere und vieri. Wegen einem 50 brauchst du nicht um ein Auto. Ja, mir ist das ja nicht wert, nee, das Ding. Aber ist doch schön, ist eine Schifffahrtslampe.
guckst hinten rein und vorne um und da. Ja, das Ding ist überall Flitte. Wollen wir nicht alles schlecht reden? Der Mo ist zufrieden. Ja, also es hätte ein bisschen mehr sein dürfen, aber 100 Euro sind auch was. Und ich brauche die Lampe nicht wieder mitzunehmen. Okay.